Also sind wir uns einig, Team Alpha Tauri hat komplett reingeschissen dieses Wir Mal. Haben komplett reingeschissen im Qualifying. Richtig. Die Dann sind alle wir uns hinter auch uns auf einig. den Gelben werden vor uns landen. Der sagt, ich soll soft hart fahren. Was ist denn Ich fahr soft hart. Was willst du denn sonst fahren? Kann man vielleicht erstmal das Rennen fahren, soft, bevor man soft so rumweint? Medien oder vielleicht soft kommt ein Medien Safety Car, Medien? Vielleicht passiert sonst was. Also zwei Mediums habe ich schon mal nicht. Ich kann nur soft, medium, hart machen sonst. Also ich versuche jetzt, ein Stopp rot-weiß. Alles andere ist lost. Als ob ich mit den weißen, Alter, ich habe hinterher wieder drei Die Reifen am Auto. Die gehen Richtung 60, 70, ja. Ich habe drei Reifen am Auto, ich sag's dir. Walle, du auch Runde 7 oder was? Runde 8, sagt er mir. Auch geil, ne? Wir betreiben Schadensbegrenzung und stehen auf 7 und 10. Einfach mal ins Rennen fahren, erstmal gucken, wie es läuft. Ach, jetzt sei doch ruhig, Dave 2. Das Rennen ist schon gelaufen im Qualifying, das ist so wichtig auf der Strecke. Du weißt doch gar nicht, was passiert. Da ich keinen Bock mehr habe, dass der Typ vorne seine Kamera auf meine Fresse hält, drücke ich jetzt Ja, Schluss. Mach mal Start. Dass ich mich mal so ärgere, ins Q3 zu kommen, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Was soll ich denn sagen? Du musst übrigens jetzt, die Runde musst du wirklich komplett streicheln, die Reifen, ne? Nicht warm fahren, nicht fahr ganz ruhig, weil. Einfach so warm du das? Und ja ja. Hm. Ist eh zu warm und die sind eh schon angelutscht wie sonst was. Du fährst jetzt mit 30 km/h, bis du wieder hier stehst. Könnt ihr euch ja einfach kurz berühren, dann könnt ihr so lange am Startziel warten mit. Jo, Walle, das ist der Plan. Lass uns disqualifizieren, dann starten wir mit kalten Reifen. Zu schalten. Wir müssen vor das dem Start. Also du gehst, machst du jetzt einen Stopp, Galli, oder machst du zwei Stopp? Geht da die Abnutzung eigentlich trotzdem hoch, wenn du disqualified bist, oder? Gehst du dann Runde 7 rein und ich 8? Wie viel Prozent hast du vorne links? 12. Was? Ich hab 6, okay. Ja. Ja, genau. Wie viel Reifenabnutzung hast du? Ja. 13% wird ja immer mehr hier, wann ist jetzt los? Sag doch streicheln in der Outlap, streicheln! Ich bin aufgerannt und die Prozentzahl geht hoch. Fährst du die gerade lang, 3% weniger. Oh, Dolly! Was tut ihr denn da? Da wären wir fast reingefahren, Olli. Ja, ich sehe es, ich bin hinter Olli. Bist du zwei Hotlaps gefahren mit denen? Nein. Wer hier zwei Hotlaps auf den roten fährt, der ist lost. Olli, sag mal. Dann hast du aber eine aggressive In- und Outlap gemacht, sonst hättest du keine 12%. Scorpion, auf welchem Platz bist du jetzt? 19. Startet irgendwer hinten mit Weißen? Ja, der letzte. Der Giorno. Ja, ist vielleicht nicht schlecht, mal eine Alternative auszuprobieren. P11 bis 19 startet auf Gelb. Wer hätte das gedacht? Und P3 startet auf Gelb, ne? Sag mal. Ach stimmt, der startet ja sogar auf 3 jetzt auf Gelb. Ja, der wird das safe gewinnen. Außer der dreht sich oder so, aber ansonsten wird er safe gewinnen. Irgendwann das Rennen abwarten. Und dein Käfig kann kommen. Er hat auf jeden Fall mit Abstand die besten Karten zu gewinnen, sagen wir mal so. Also meine Reifen sind kalter als kalt. Ja, meiner mit so 78, 80 rum. Ja, 75 Grad haben wir. Christian, dankeschön. Grüße gehen raus. So, viel Erfolg an alle. Jo, schönes Rennen euch. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Boah! Die sind alle zu langsam. Die sind alle echt. Ja, ich hab so einen guten Start gehabt. Ja. Hat aber alles berührungsfrei. Nee. Oh, ich hör schon rum. Also ich habe jede Menge Plätze verloren. Minus 1. Mein Start war minus von 17 auf 11. Was für Verwarnung schon. 17 auf 11 ist ordentlich, ja. Irgendwie sind die alle stehen geblieben. Ja. Scorpion hat auch schon viel gut gemacht. Jetzt heißt es Reifen flüstern, keine Strafen kriegen. Und sauber bleiben. Navi so gut. Und Kurvenausgänge. Na gut, Stifler auf der geraden Zone, die Mercedes ist natürlich.
unrealistisch. Er meint, der Schwitzer wäre hinter ihm. Hat sich irgendwer komplett rausgeschossen? Nee. Wano sah so aus, als hätte er sich gedreht. Wo ist der hingeflogen? Ja. Aber da war er auch. Also da ist er gestartet. Crusader hat am meisten verloren. Minus 6. Crusader 3 verloren. Peter hat 3 verloren. Ey, schon wieder die zweite Verwarnung. Ey, Sama hat 3 verloren. Wenn ich Nano so höre, wie sieht's aus mit Strafen? Gibt's schon viele? Ich hab 2 Verwarnungen, ey, unnötig. Aktuell gibt's. Weil ich nach außen rutsche. Gibt's noch keine Strafen. Wano hat eine Verwarnung für Kollision mit Walle. Ah, ja, der Navi fällt mir weg, ey. Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Komm, Williams, sieh bitte. Jetzt gab es die erste Strafe gerade. Mein Fokus ist halt jetzt wirklich Reifen verschonen, weil ich würde schon gerne den Einstopp durchbringen. Also der Chono ist, glaube ich, doch nicht so ganz richtig gebiopet worden, ne? Der hat hier gerade nicht so die... Ist ja Ersatzfahrer. Ja, aber Walle meinte, er hätte ihn auch also maximal ein Auto besser eingestuft. Hat halt jetzt wahrscheinlich auch nicht viel Ungarn trainiert im Vergleich zu den anderen, ne? Aber hat schon 4,5 Sekunden Rückstand. Also ist. Fährt allerdings auch weiß, ne? Ja, das stimmt, ja. Boah. Der Olli hat mich gleich. Ja, das sieht ziemlich eng aus. Ja, ja, der Olli ist schon wirklich. Ja, gut, er kommt auf den Ferrari. Das ist ein Crusader hier. Hinten dran. Boah. Ja. Die Kurve war stoß. Die Reifen haben auch 108 Grad auf dem. Ja, ja. 108 Grad. Das ist ja das Dilemma mit den Roten hier. Mercedes, kommst du nicht vorbei. Auch nicht mit DRS. Können wir nur darauf spekulieren, dass Stifler einen Fehler macht, weil das Problem ist, die da vorne bauen immer mehr Abstand auf, aber ich hänge halt da Stifler. Hast du den gerade berührt? Nee. Weil er meint, du hättest ihn berührt. Nee, ich bin da halt reingestochen. Aber Berührung gab's nicht. Er hat gerade geweint, was du da machst. Du hättest dich wohl vertan und wärst in den reingefahren. Nee, gab keinen Kontakt. Ich muss halt an ihm vorbei, das ist halt echt scheiße jetzt. Ja, das haben hat mich auch gleich. Alter! Was macht euer Jungs? Hast du Struggle hinten, ne? Ja, der. Du sollst jetzt rausdauen. Ich nehme an beim Kampf mit Scorpion, so wie er. Der war ja hinter ihm. Ich hab nichts gemacht. Er ist reingestorben, ich bin halt langsam. Das war knapp. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Ja, das war jetzt aber ordentlich, oder? Schiebt sich gerade in der Kurve aus und man ist live vorbei. Ja, um Bahn rum ist auch eine ziemliche Kampfgruppe. Ja. Ja, das war ein Fehler. Dann sind wir da so 1, 2, 3, 4, 5.
5 hintereinander im DRS-Abstand oder so, ne? Naja, genau. Halt von Stifler bis, oder Walle sogar, bis Baldu. Dann komm ich. Dann komm ich. Geil, wie viel haben deine Reifen? 52. Drei Strafen gibt's bisher. 42. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Ich muss auf Stiflers DRS mit dem Mercedes. Ist das? Jungs, wenn ich jetzt. Oh, Sam hat sich weggedreht. Sam hat sich weggedreht. Safety Car. Safety Car. So viel zu dem Sieg. Nee, nee, kein Safety Car. Schade. Aber 10, 11. Der war genau hinter mir. Verloren. Grüne Flagge. Ich hab gedacht, ich muss den jetzt Platz machen, aber. Der dürfte auch Flügelschaden haben. Jungs, wenn wir jetzt Box gehen, dann sind die Weißen am Ende bei 75. Wir können noch nicht Box. Wir müssen die Roten stretchen, wie geht. Wegen Safety Car oder was? Also wegen potenziellem, oder? Auch. Oh. Generell Box. Generell und wegen Safety Car. Julian ist auf jeden Fall ganz schön dicht an Stifler dran jetzt. Das ist. War nicht Sly hinter Stifler? Boah. Ja. Aber Julian, Julian hat sich auch vorbeigeschoben. Stifler sind halt alle ein bisschen schneller, aber es hat schwierig zu überholen mit Mercedes. Jetzt ist der Galdi noch hinter mir. Ich bin schon die ganze Zeit hinter dir, was willst du? Du schwitzt halt rum. Galdi, jetzt geh doch mal hinter Nano da weg. Hallo mal vorbei. 60% Erste schon in der Box. Gehst du Runde 7 dann, ja, ne? Ja. Ja, DRS. Nein. Bringt bloß, glaube ich, nicht so viel, aber. Nein. Versuch halt extra weich zu fahren, kein Blockieren. Beide Racing Point mal wieder absolut lost, ey. Beide Racing Points fahren rein. Ja, das ist halt, wenn einer nicht im Voice ist. Hey, ich bin Erster. Tja. Wobei, ja, weil jetzt komm ich nicht raus, weil der eine zweite Racing Point mich blockiert. Du bist nur im falschen Channel, Nano, ne? Ich muss jetzt länger stehen, ja, weil der zweite Racing Point die Ausfahrt blockiert hat. Nein. Super. Ich wäre lieber noch eine mehr gefahren, aber die Reifen waren jetzt schon über 60. Fahr raus, fahr jetzt raus. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Hey Olli. Och man. Der Olli, ey, der hat so komisch zugemacht. Oh. Hey, was hat sich gedreht? Nein, der Mario fährt ihm drauf. Nein, ich auch. Ich auf Mari. Oh, der Maris eben der Dorfpfanne nicht geghostet war. Was er meint, der Crusader hätte ihn von hinten geschubst, deswegen hat er sich. Ja, das kann sein, Crusader stand irgendwie komplett links, der hat sich, glaube ich, verbremst. Das kann gut sein, dass Crusader sich verbremst hat, Invert da rein und Mari dann in Invert. Also, er meint, Crusader hat ihn geschubst, dann hat er sich halb gedreht und Mari hat ihn wieder gerade geschubst quasi. Ja, genau. Das ist Mari wieder gerade geschubst, das habe ich gesehen, das stimmt auf jeden Fall. Safety Car, Safety Car, geben. Ja, rein. Soll ich rein? Halte dein Delta positiv, während wir uns einreihen. Och nein! Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig, damit riskieren was wir eine Strafe. Was hält der Mari da für? Der musste Tempo wahrscheinlich den Mari jetzt Strafen bekommen. Ja, ich hab auch. Perfekt. Ja. Na super. Wolle? Ich bleib draußen. Jetzt haben wir komplett reingeschissen. Ich bleib trotzdem draußen. Ja, natürlich müssen wir draußen. Soll ich rein, Delphin? Nee, wir haben aber gar keine andere Wahl. Willst du auf Medium zu kannst du natürlich jetzt auf Weiße gehen durchfahren, aber weiß ich, ob das sinnvoll ist. Könnte sinnvoll. Ja, ja. Ja, auf Weiße. Das ist einfach schwierige Entscheidung. Marcel einfach hinten reingeknallt, völlig ohne Hirn. Auch wenn Julian in der Box ist, ich gehe auch an die Box. Verliere ich halt eine Sekunde, aber mit dem Safety Car ist so. Machst du Doppelstopp oder was? Ja. Marcel noch Strafe für Speeding in the Pit Lane.
Ein bisschen was hast du verloren, aber nicht viel, glaube ich nicht. Nee, nicht so viel. Ja, Mann, aber war auf jeden Fall richtig, Doppelstopp zu machen. Oh ja, guck dir. Oh, Elfter Jungs, ich sehe mich in den Punkten. Zwei Leute haben jetzt noch keinen Stopp. Scheiße, 3 Sekunden Stopp. Fuck. Und haben Safety Car? Nee, 3 Sekunden Stopp habe ich doch vorher schon bekommen. Bruno ist DNF und ist direkt geliefert. War der Grund für das Safety Car, oder? Ich glaube, ja. Oh. Ja, Juno war der Grund für Safety Car. Jetzt kannst du die Reifen aber ein bisschen streichen. Juno hatte sich, glaube ich, in die Boxeneinfahrt reingesetzt. Wie viel Prozent haben deine Weißen, Galia? Ja? 13. Das geht doch. Gut, also Wano hat 6 Sekunden Strafe. Juno hat, glaube ich, das gemacht, was Galia im Training gemacht hat. Nur ein bisschen härter. Mhm. Bitte, Stifter, einfach am Start halten und versetzt fahren. Dankeschön. Was machen jetzt beide? Sieht aber lustig da vorne jetzt, vor den ganzen oder? Frischen Reifen nicht in der Box. Ja. Ja, ich weiß, dass sie nicht in der Box waren, aber warum? Ja, für die macht es eigentlich keinen Sinn, das stimmt. Ja, die hätten reingehen sollen. Julian zum Beispiel war jetzt ja eigentlich optimale Stelle, um in die Box zu fahren, ne? Ja, genau. Für Scorpion auch. Aber der ist doch auf Weißen, der will auch durch. Was will der in der Box? Der ist auf Weißen, das macht keinen Sinn. Hä? Der war in der Box und hat sich Weiße geholt. So. Ja, und dann musste er in die Box, also hatte Glück. Und die gehen ersten jetzt, zwei jetzt sind immer noch draußen geblieben auf Gelben. Ja, die gehen jetzt rein, was aber eigentlich lost ist, weil da ist ein Doppelstopp immer noch halt schneller wie jetzt zu gehen. Ja, vor allem. Weil jetzt landest du halt ganz hinten. Guck mal, wo die jetzt hinfliegen, ne? Ja, die landen jetzt ganz hinten. Ja. Ist jetzt doch noch ein Podium drin. Nee. Alter, aber ich weiß nicht, ob das so schlecht war für unsere Safety Car. Die müssen ja erstmal vorbeikommen auch. Jungs, ich sehe mich in den Punkten. Ja, ich übrigens erwähnt, fahrt erstmal euer Rennen. Vielleicht gibt es ein Safety Car. Ich weiß gar nicht genau. 1 und 2 ist für uns weg vom Fenster. Die sind ganz hinten. Hey, was für 1 und 2? Das war noch nie auf meinem Fenster. Ich weiß nicht, was du für ein Fenster hast, aber bei mir war die 1 und 2, die jetzt in die Box gegangen sind, sind aus unserem Fenster, weil die ganz hinten im Feld stehen. Ach so, ja, darum geht's doch gar nicht. Ich sehe nur, dass ich gerade P6 bin und überlege, ob ich da irgendwie die Punkte halten kann. Das ist auch interessant. Alle auf Weiß, außer Player Mari, der ist auf Gelb. Das Problem ist, der hatte schon... Rein. Wenn die frisch sind, kann er durchfahren. Ja, das ist bitter. Mari hatte Weiß und musste, glaube ich, den Flügel tauschen. Und fährt die Gelben so 15 Runden. Ja, die werden schon dann, doch, die werden schon Richtung 60 plus gehen, ne? Ja, genau. Mari musste, glaube ich, rein wegen Kern, musste den Flügel tauschen, war, glaube ich, bei ihm das Thema. Meine Reifen sind kalt. Das kann sein, ja. Nachdem Marcel da reingeknallt war. Alter, Spiel, hör auf mich auszubremsen! Die vorne sind einfach mal 3 Sekunden weg wegen dem fucking Spiel. Nicht so dicht auffahren, Galia. Was Schnute da. Die Strecke ist frei, grüne Flagge. Alter, hält hier. Absoluter Schmutz, dieses fucking Game, Alter. Oh, der eine hat sich rausgedreht. Ja. Safety Car. Alter, er macht den. Nee, er fährt noch. Olli hat sich rausgedreht. P2. Man hört gar nicht die Freude bei Galia richtig raus, gell? Ja, weil das Spiel Schmutz ist. Und ich habe einen Julian im Arsch hängen. Das sind die kalten Weißen, deswegen drehen die sich. Ich habe auch gerade Struggle. Wie ist das so mit Julian im Arsch? Alter, wer hat dann Tornado? Scorpion. Hä? Du atmest ein bisschen fest ins Mikro. Ja, so. Der ist angestrengt. Ja! Die Aufregung, er hat 11 Plätze gut gemacht auf P8. Wahrscheinlich sogar noch einer nach vorne kommt, wenn Warnung 6 Sekunden Strafe. Ich habe, glaube ich, noch keine Verwarnung. Ich hoffe, straffrei bringt einem was. Na, zwei der Favoriten haben sich gedreht, ne? Sama und Olli, oder? Ja, Steini fährt jetzt vorne weg. Ja, und Bayern und Jonas haben sich durch die Boxen gestoppt. Wo ist Crusader hin? Sama und Olli haben sich... Also Sama war doch einer von den beiden, die nicht rein sind erst, oder? Sama hat sich aber auch weggedreht. Olli wollte gerade in die Box fahren, hat, weil er keinen Flügel hat, die Kurve nicht bekommen, sich verbremst und muss jetzt noch eine Runde ohne Flügel fahren. Nein! Oh nein. Kann auch rückwärts fahren, ich hab gehört, das mag das Spiel. Ja, der hätte auch einen Meter rückwärts fahren können, aber da ist, glaube ich, nicht dran gedacht. Ja, Sama ist jetzt dann mit Abstand letzter. Nee, Olli muss ja auch nochmal stoppen. Oh, Agent! Aktuell ist auf jeden Fall Sama mit Abstand letzter. Er ist gerade nochmal in der Box gewesen jetzt. Ja, Olli wollte gerne die Box, hat es aber nicht geschafft reinzufahren.
Safety Car war nicht so schlecht für uns, vor allem weil die Weißen noch mal ein bisschen geschont wurden. Ja, wenn ich Julien jetzt hinter mir halten kann bis zum Rennende, dann nicht. Dann bin ich Podium. Ach, was für Podium? Ich bin auf P2, Junge. Hör auf, aufs Podium zu geiern. Nur Stein ist Julien vorbeilässt, bist du übrigens immer noch Podium. Ja, ich will ihn aber nicht vorbeilassen. Nur das zu deiner Information, da sind 3 Plätze auf dem Podium. Ruhe jetzt hier! Ja, ich weiß ja nicht, wie lange du schon bei Formel 1 dabei bist. Ich bin neu. Dachte ich mir. 2 Wochen spiele ich. Dafür bist du gar nicht mal so schlecht. Wenn du noch ein bisschen übst. Ich habe halt den Vorteil, ein Alpha zieht den Williams auf der Geraden halt weg. Ja, leider. Okay, die Rennleitung hat das DRS merke ich auch gerade. Ja, ist halt die Frage, vielleicht fährt der Julien auch 2er Setup mit dem Williams. Ich bin gerade mehr fasziniert, dass Steini nicht wegkommt. Umso mehr hasse ich gerade das Spiel, weil das ausgebremst hat. Olli, 5 second penalty speeding in the pit lane. Wie, bremst sich ohne Flügel nicht gut, oder was? Bei dem kommt jetzt aber auch alles dazu noch, oder? Gedreht, Flügel kaputt, Box verpasst und jetzt ja, noch 5 Sekunden schon, Strafe, Alter. Das ist maximal depressing. Steini führt, ja, das ist richtig. Steini, dann Galdi, dann Julien. Nein, wird das Fahrer vor auch kaputt gemacht, wie es aussieht. Fahrer vor mir. Du hättest schon gesehen. Fährt er ja 3 Sekunden. Achtung, Achtung! Und hat sich rausgedreht. Der ist kaputt. Wer? Okay, alles fährt klar. Fährt ja, sehe ich gerade. Der Flügel flog auf jeden Fall sehr kräftig. Hat auch keinen Flügel, also nur noch einen halben. Ah, okay. Also fahren tut er auf jeden Fall aber noch auf 10 gerade. Ja, er hat nur also halber Flügel fehlt. Wenn du dich halt in Ungarn drehst, ist tendenziell immer was kaputt, ne? So eng wie die Strecke ist. Naja, geht auch rein. Der Abstand ist weniger als eine Sekunde. Ja, Sie fahren komm, mit komm, 9 harten Reifen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Die letzte Rundenzeit. Und auf fährter Rasen der Boxengasse. Speeding in the pit lane. Ja. Heute gönnen sie sich ordentlich in die Boxengassenstrafen. Manu hat 6 Sekunden. Boah, das ist scheiße hinter dem Stifler, das ist echt Schmutz. Hatte ich eben auch. Das ja, ist so was. Ich verliere so viel Zeit gerade. Das ist halt, Ungarn ist halt ein bisschen wie Monaco. Wenn du hinter jemandem langsam hängst, dann hast du ein Problem. Ja, ich. Ja, das Problem ist auch, er hat halt auch einen Mercedes, so. Das ist halt schwierig auf der Geraden. Nein, 6 Sekunden. Oh. Alter Stifler, das ist nicht dein Ernst, Mann. Er dive einfach in der so einen engen Kurve, dive der. Das gibt's doch nicht, Mann. Ich darf halt jetzt nicht wirklich Fehler machen. Ich habe 3 Leute direkt hinter mir. Hast ja. du das gesehen? 2 Strafen darf ich auch nicht kriegen. Nee, ich hab gar nicht geguckt. Irgendwo anders. Er meint, es wäre vielleicht nicht ganz sauber gewesen. Ja, mach das auch nicht. Das Mario schon. Ey, der Mario holt gerade ordentlich auf. Der holt hier einen nach dem anderen. Also der hier permanent weint, ist auf jeden Fall ein Arno. Sly kann auf jeden Fall froh sein, weil ich halte ihm gerade irgendwie 3-4 Leute fern. Ich habe richtige Karawane hinter mir. Sorry, Stipper, das musst du jetzt. Das Ding ist halt, der erste hinter mir ist halt im Alfa Romeo, das heißt, der kommt nicht vorbei und dadurch kommen die ganzen anderen auch nicht vorbei. Aber Mario hat Bock. Ja, mal gucken, was der Nano jetzt macht. Der hat auch Bock. Der dived davon aus. Ah, Stifler ist gerade, ja, Stifler hat gerade vollkommen verbremst. Oh, ist gerade beim Anbremsen aufs Gras gekommen und komplett zurückgefallen. Sorry, Stifler, tut mir leid. Falls, also,
Wano und Nano direkt hintereinander. Ich muss nur Wano hinter mir halten, dann kommt der Rest auch nicht vorbei. Hast du nichts mit Splatoon Scorpion, den hast du halt verbremst und ja, kam dann so unvorsichtig auf die Strecke zurück. Wenn ich Wano hinter mir halte, kommen die nicht vorbei. Na, Mari vielleicht schon. Also Mari kommt mit seinen gelben Reifen gleich dann einem nach dem anderen vorbei. Ich hab 37%, Alter. Ich wette, die fluchen dahinter alle. Weil sie nicht vorbeikommen. Ach, Nano ist jetzt schon hinter Wano. Hm. Weißt du, wie viel Strafen Crusader hat, Zay? Wissen tue ich das schon, ja. Darf er dir auch nicht sagen. Oh. Er kann's, darfst du nur sagen, wenn er vor dir oder hinter dir ist. Direkt. Zwei hinter mir, Schmutz. Dann nicht. Okay. Du kannst ja Meerkat vorbeilassen, dann kann ich dir sagen. Nee. Oh, das dauert die von Wano. Virtuelle Safety Car. Das war Geschwindigkeit sofort verringert. Der Renault hat Fairpads zerlegt. Okay. Wie sinkt die? Ach, wo denn? Letzte Kurve. Okay. Zu weit raus oder was? Und dann aufs Schaurapper Olli, schon weggespawnt. Ne, der stand links, sozusagen gegenüber von der Box, einfach links in der Leitplanke stand, der aber keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Okay. Hallo, wie viel Prozent hast du am Reifen? Ist das Safety Car oder Virtual Safety Car? Virtual. Virtual. Das ist Virtual. Also da lohnt sich nichts an der Box, ne? Naja, wenn du rein musst, lohnt es sich schon mehr als unter Regeln. Nee, ich meine jetzt einfach nur aus Prinzip reinzufahren. Nee, nicht. Das nicht. Nur wenn du halt sowieso rein müsstest in die nächste Runde. Ich glaube, ich hätte doch Geld gehabt, ne? Jetzt wär's, glaube ich. Ja, aber dafür lohnt sich nicht, da fällt sich weit zurück. Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Dafür lohnt es wird halt nicht. Na ja, gut, wenn er vorher nicht auf weiß gegangen wäre, hätte er jetzt auf nochmal wechseln können, ne? Wenn er jetzt ja, genau, grüne Flagge gehabt hätte. Na, dann hätte er schon gewechselt. Jetzt hast du aber ordentlich Abstand rausgefahren auf Julian. Da vorne hat sich jetzt überhaupt generell ganz schön entzerrt, die ersten fünf alle so 3 bis 4 Sekunden Abstand. Ja, Mario versucht dann Nano vorbeizukommen, aber der weiße Freund ist da doch zu schnell. Dann erst der Waller, der Bremsklotz, der hinten dran alle auffällt. Ja, und das soll auch weiter so laufen. Solange du keine Strafen kriegst. Hinter dir sind erstmal die nächsten 5 alle so im DRS-Fenster fast. Das ist Goblin, das ist, ja. Ich baue da drauf, dass Wano die Walter fernhält. Wenn Wano an mir nicht vorbeikommt, können die nichts machen, weil die an Wano nicht vorbeikommen. Ja, mal sehen. Der hat meinen DRS, aber ist halt Straßensperre. Das Problem ist, ich komme zwar immer näher dran, aber das Dirty Air macht halt alles kaputt wieder. Du musst einfach mal Mari vorbeilassen, der kann dann an Wano vorbeifahren und dann kannst du da mit hinten dran vorbeischlüpfen, weißt du? Die Pro-Tactics hier. Der Safety Car war doch gut für uns, ey. Ach so, nicht gedacht. Die vorne freuen sich als Sly und so, weil ich die alle fernhalte. Der muss von hinten ja nichts befürchten. Das war ein Fehler. Oh, da kommt der Mari. Boah, Mari, das war nicht so klug. Ich hab da was scheppern gehört, was war da? Der hat reingedeift. Ja, nicht. Ja, gut, der war eigentlich nicht. Der hat sich irgendwie vor allem verlenkt erstmal, oder? Ja. Ist nebendran gefahren und plötzlich so rüber irgendwie gefühlt. Jetzt ist es auf jeden Fall, dass da noch Mari an Wano vorbeikommt. Bitte nicht. Und Nano gleich mit. Lass mir meinen Wano in Ruhe. Der Wano hat eine gute Strategie da vorne. Der ist einfach kein Fall. Ich kann halt auch nicht schneller, aber. Guck mal, der Scorpion ist sogar hinter mir, ey. Das ist wie eine Kette hier. Ja, ja. Der Scorpion hängt ja nochmal 2. Ihr seid ab das P6. Das ist halt wie in Monaco. Ab P6 bis 12 seid ihr quasi im DRS-Train. Ich bin gerade die fahrende Straßensperre, die alle aufhält. Mhm. Gucken, wie lange der Wano das noch aushält, bevor er durchdreht. Ja, stimmt, der Wano könnte echt schneller.
Da mache ich es noch nicht nah genug dran, glaube ich, oder? Das sind aber echt ganz schön enge Sachen da bei euch, Ronno. Jetzt kommt der Mario ganz gut dran. Ich guck nicht nach hinten. Ja, ist auch besser so. Das war gerade so ein Reifenabstand oder so. Einmal bitte Strafensteine und Julien. Obwohl, nee, dann wissen die anderen das auch, ne? Aber das war gar nicht so aus. Ja, du darfst es ja. So dramatisch ist das ja jetzt auch nicht, oder? Uiuiui. Steine hier auf jeden Fall. Oder bei Galdi könntest du es ja auch hier einen anderen sagen, also. Aber jetzt wird's kritisch für dich. Ja, jetzt wird's kritisch. Jetzt hoffe ich, dass er schnell wegzieht, aber nicht so weit, dass ich die Strafe. Der hat nämlich 6 Sekunden, der darf ruhig 5 Sekunden wegziehen, bitte. Hoffen, dass der Mari dich jetzt nicht irgendwie abräumt beim. Naja, wäre gut, wenn du den DS noch fällst, jetzt wirst du ja noch leichter gesnackt. Gleich werde ich von Scorpion gesnackt hier. Nee, nee. Was eine Kette, ey. Das keine Strafen hier vorne, ey. Eventuell müsstest du nochmal neu abfragen jetzt. Keine Probleme mit dem. Ah, da kam Marek gut raus. Sei weiter vorsichtig. Was reicht das? Doch nicht. Nee. Alter, was macht deine Wanne dort? Alter. Zumachen. Das war aber auch eine. Ich hole mir die innere Linie. Muss er außen rum. Wie war das beim Anbremsen? Darf man nicht mehr die Linie wechseln? Darfst einmal wechseln, glaube ich. Ja, genau. Einmal auf der Gerade darfst du wechseln. Ja, aber nicht beim Anbremsen, oder? Ja, ich weiß nicht genau. Beim Anbremsen generell, es ist nicht verboten, ist aber nicht erwünscht. Och nee, haben Mann. Einige jetzt einige auf den Deckel gekriegt. Also vorbeigekommen. Ja, ich hatte keine Power. Ja, da ist ein Ferrari hinter dir. Ja, der hat 9 Sekunden nicht besser. Das weiß ich. Aber dahin war es halt kritisch mit Schaden. Ich glaube, den zittert um seinen Punkt. Ja. Mann, diese Scheißstrafen, ey. Diese scheiß Dirty Air, ey. Eigentlich scheißegal, weil der Williams eh nichts kann, also von daher. Jetzt werde ich noch nicht mehr halten können, weil ich kein DRS hab. Sieht gerade ganz schön ruckelig aus bei mir irgendwie. Ja, bei mir auch. Hä? Das ist ein Mari. Na, der kam aus der ersten Kurve total schlecht raus. Da ist er irgendwie ganz schlecht reingefahren auch, ne? Ja, das auch. Zu schnell rein wahrscheinlich und dann schlechte Linie und dann. Okay, alles klar. Das ist mir klar. Nicht die feine Art, sagst du? Wie Kwiat sagen würde, it's a racing. It's a racing. Wenn Baldu jetzt auch 6 Sekunden Strafe hat, das wäre natürlich sehr. Ich klammer mich halt an meinen Platz hier. Wenn ich den durchlasse, dann kommen noch 3-4 durch. Oh, die Racing Points, die geben es jetzt aber auch gerade richtig, ne? Ja, da wollte einfach mal in dieser engen Kurve mich überholen. Ruhe. Ah, jetzt hat der Mari. Jetzt ist er irgendwie ganz locker vorbeigefahren auf immer, oder was? Ja, das wird ja erst so eine letzte Kurve, oder erste Kurve. Du kommst ja vorbei, wusste ja nicht. Jetzt ja, war halt außen, kam dadurch besser raus. Vorher hat er so gestruggelt die ganze Zeit. Jetzt hat es so ganz locker ausgesehen. Du überholst ihn nicht auf der Strecke, ganz vergessen, dann schießt er dich ab. Kann Stein hier mal eine Strafe kriegen? Das wäre echt nice. Nein, das war's mit meinem Platz. Hat noch eine Strafe oder was? Nee, aber Baldo hat nur 3 Sekunden Strafe. 3 Sekunden kriege ich nicht auf den rausgeschmissen. So, 60%. Ist ja nicht zu Ende, ne? Wer weiß. Ja, aber. Ja,
Ich hatte auch eine 5 Sekunden Strafe, weiß man ja auch nie. Eben, das ist es ja. Aber trotzdem. Naja, super, zu weit weg der Rolle. Nur noch zu gewinnen. Wenn ich ihn dann nur aus dem scheiß DRS-Fenster rauskriegen würde. Das war's. Oh, hast du jetzt 2 verloren direkt? Ja. Okay. Und jetzt den Ferrari noch im Genick. Der Abstand zum Auto. Ich sag mal, war der eigentlich noch mal in der Box? Der hat eine Durchfahrtsstrafe, sehe ich gerade. Uff. Ihre Reifen sind 19 ja? Runden. Sam hatte eine Durchfahrtsstrafe, deswegen war der noch mal in der Box. Das war ja kein Boxenstopp. Ah, okay. Du fällst um 1, der hat eine Durchfahrtsstrafe. Vom Safety Car dann, oder was? Mhm, genau. Hast du eine Strafe, Wallo? Nein. Eieiei. Du hast gar keine Verwarnung, oder? Noch nicht. Schon sehr ordentlich. Und bei Amari machen sich jetzt langsam, glaube ich, die 19 Runde alten Gelben bemerkbar. Ich fahre hier schon seit Runde 4 oder so mit 2 Verwarnungen rum. Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Boah, dieses Dirty Air, ne? Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit. Tja, keine Punkte für Scorpion. Ihre Reifen sind 20 Runden lang. So die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 20. Wie der Ferrari auf dem Ring. Das war ja ziemlich knapp die ganze Zeit und jetzt kurz vor Schluss noch. Ich habe halt keine Power. Ja, soll ich machen mit diesem Dreck zu dir? Musst du gucken, wie Julian fährt, einfach da auf P3, weißt du? Ja. Aber Steini fährt souverän wohl durch, ne? Ja. Muss man sagen. Ja, vielleicht dreht er sich ja noch. P1, also. Hey, das ist die erste Verwarnung. Kann man jetzt nochmal das ganze Geweine von vorhin zusammenschneiden und dann jetzt... Noch Gallier. Ist nicht vorbei, ne? Ja, aber es ist quasi vorbei und Gallier ist auf P2. Gallier ist ja auch, ne? Weil es auf P7. Wenn man euer Geweine zusammenschneidet, reicht es für die nächsten 3 Rennen oder so. Da werden sogar schon Leute aus dem Chat weggebannt, weil sie Mimi geschrieben haben, ne? Ja, ist nicht. Doofe Kommentare abgeben. Verzieh dich, Nano! Komm her! Alter, du hast noch so viel Power! Hat er alle Glück gehabt hier? Was für Glück? Ja, ich muss. Ich kann ja nicht überholen. Geht halt nicht. Und der nächste ist RIP. Wer ist denn jetzt gerippt? Crusader. Crusader. Warum soll er nicht Steini? Schauen. Was ist das? Oh, der hat einen Reifen verloren an der grün-blauen Bande in Sektor 1. Er hat einen Reifen verloren. 3 meiner Titelkandidaten. Mein Gott, ey, straffreie P1, ey, Respekt. Aber in Großbritannien keiner ausgeschieden? Hier haben wir schon 4. Plus ein paar Leute, die Flügel tauschen mussten und sowas. Safety Car, Virtual Safety Car. Ja. Alter, fuck you, bitch. Und Galde, der sein komplettes Rennen gefickt hat und überhaupt keine Chance mehr auf irgendwas hat, auf P2. Zum Glück hat er Julian nicht vorbeigelassen, deswegen ist er auf dem Podium geblieben. Ganz stark, Malle. Mari rutscht auf die 5. Oh, Alter. Oh, Mann. Walle noch auf die 6. Mhm. Oh, mir tut alles weh. So eine Scheiße. Dass Sama sich nach dem Dreher noch auf die 9 zurückgebracht hat, ne? Was für ein Schmutz. Oh. Ja, nice. Du hast mich erstmal zurückgestellt, Player, ne? Ja, du kannst ja nichts dafür. Crusader hat dich ja gedreht und du bist genauso vor mich gerutscht, dass mein Frontflügel gelb war. Das wäre halt, ich glaube, das wäre 2. Platz hinter Steini für mich sonst geworden, ey. Wie die alle straffrei sind hier im Mittelfeld. Ja. Vorne und hinten. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal eine Verwarnung gekriegt.
Ich hatte in der vorletzten Runde die erste Verwarnung. Ich hatte. Übrigens, Walle, danke, dass du das eine mal innen verteidigt hast. Das hat sehr geholfen. Ja, du warst halt mega schnell, aber ich hab auch Warnung, habe ich irgendwie 10, 15 Runden hinter mir gehalten. Da war so ein Zug hinter mir, aber du kommst halt nicht vorbei, ne? Das ist halt in echt dem Zug, wie Monaco. In dem Zug bin ich leider rausgeflogen, weil ich aus Gras gedrängt wurde, Startziel. Heieiei. Vergleich mal, Walle, bei Silverstone oder so hätten dich da 5 Leute überholt auf der Geraden. Ja, da wären 4, 5 wären vorbeigekommen, wenn Platz gewesen wäre. Ja, also. Die hingen halt hinter Wano und Wano hinter mir und dann kam keiner vorbei. Steini, Alter! Ja, Mann! Ja, Mann! Ganz herzlich. Glückwunsch. Starkes Comeback, hör mal. Ey, wenn ich echt den Flügelschaden nicht gehabt hätte, ich wäre direkt hinter dir gewesen, Stein. Dann wäre es, glaube ich, nochmal ein Fight geworden. Meine Favoriten haben sich alle irgendwie gespinnt. Sama war Favorit, Crusader war Favorit. Hat den Flügelschaden zwischendurch. Olli hat sich, die haben sich alle irgendwie abgeschossen. Ja, Crusader hat den Invert einmal abgeschossen. Galdir sitzt. Ganz komisch. Den Galdir kannst du auch nicht abschütteln, ey. Vom Safety Car kommt und Galdir sagt noch, jetzt haben wir richtig verkackt. Aber im Endeffekt hat das Safety Car uns den Arsch gerettet. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, so erstmal Rennen fahren, vielleicht kommt ja ein Safety Car, wer Schmutz, weiß, was passiert. Ruhe. Guck mal, die ersten 7 gar keine Strafen, ey, schon krass. Und alles danach. Nano, ich hab noch nicht mal eine Verfahrung gehabt. Boah, Respekt, Mann. Aber Scorpion, hast ja eigentlich trotzdem gutes Rennen gefahren, oder? 19 auf 12 in Williams. Ich gehöre nicht in den Williams, Punkt. Ja, wenn du sogar noch Leute überholst. Also. Ja, das war wegen dem Safety Car. Kannst du ja ins Bar nochmal in Williams fahren, oder? Du, nee, der fährt kein Williams. Ich glaube, der müsste jetzt im Alfa Romeo sitzen, oder? Aber auf jeden Fall ein super geiles Rennen, hat mega Spaß. Ich bedanke mich auf jeden Fall für wieder mal einen exzellenten Walle GP. Danke fürs Mitfahren. Ich bin, ja, super, ist, der Tag ist heute durchgetaktet. Ich bin gerade von der Wallfahrt wiedergekommen, direkt ins Rennen rein und habe jetzt den nächsten Termin. Mann, was ein Rennen vorne. Rückblickend sagt sich das natürlich leicht, was C sagt. Ja, erstmal Rennen fahren und da kann dies und das passieren. Ja klar, aber du musst halt absolut Glück haben. Also, wenn das Rennen normal verlaufen wäre, sag ich mal, dann war das halt schon maximal schlecht mit dem Qualifying. Das lief halt einfach nicht gut. Jetzt in dem Fall hatten wir ziemlich Glück, dass das Safety Car kam. Dadurch haben wir so viele Plätze gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war nach meinem Boxenstopp auf die Weißen irgendwie 18. oder sowas. Und dann sind wir halt durch das Safety Car, sind wir richtig schön nach vorne gespült worden. Und dann kam einfach keiner mehr vorbei. Also Wano war ja schneller, Nano war schneller, die hingen hinter mir, Scorpion hing hinter mir, Player Mari hing hinter mir, die hingen ja irgendwie 10, 15 Runden hinter mir und kamen nicht vorbei, obwohl die alle schneller waren. Also wir haben einfach auch tatsächlich mal ausnahmsweise viel Glück gehabt. Galdir sogar dann auf die 2 gefahren, aber der ist ja auch eh. Ja, und dann haben wir es halt irgendwie sauber durchgebracht. Keine Strafen, keine Dreher, kein Schaden, Reifen geschont. Insofern können wir mit dem Ergebnis mit P6 auf jeden Fall zufrieden sein. Wir sehen uns morgen wieder. Wir machen jetzt hier Abendessen und so weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den Support und vielen Dank fürs Mitfahren. Macht's gut.